Ja, gute Frage. Kingwelle gibt es seit circa 2010. Zu dieser Zeit hatte ich meinen Straßenroller für eine Quartermile vorbereitet und habe einen Blitzstart als Probestart getätigt und dadurch hat es mir die Welle verdreht. Ich hatte damals einen wassergekühlten Aprilia RS 125 Zylinder, also ein Polini Rotax 154 Kubik montiert. Und ich hatte eine Mazzucchelli-Welle mit einem 110er Bläu verbaut. Bei einem Start ging sie eben hops und dann wusste ich, es würde wieder passieren, weil sie ist einfach zu schwach für diesen Zylinder gewesen. Es gab nichts Erhältliches zu der Zeit mit diesem Hub, mit der Bläulänge. Es gab einen, den Namen will ich auch gern sagen, das ist der Onkel Tom, das ist ein guter Bekannter von Kingwelle, der wohnt quasi ums Eck in Österreich. Der hatte aber zu dieser Zeit nicht diese Wellen, die ich benötigt habe und hat auch, glaube ich, eine Pause eingelegt mit seinen Wellen. Und dann mussten wir, damit ich meinen Motor, mein Fahrzeug weiterfahren kann, eigene Wellen bauen. Genau. Warum heißt Kingwelle Kingwelle? Natürlich hat man einen Namen für die Welle benötigt, die zum Selbstläufer wurde. Ich wollte nur eine für mich bauen. Dann kamen die Anfragen von Leuten, die das beobachtet haben, ob ich ihnen auch sowas bauen könnte. Dann hat man einen Namen benötigt, um das vertreiben zu können. Und ich war damals, dazu mal 2007, der King of Burnout, weil ich mal einen Burnout auf dem Autodach gemacht habe. Und mit Moyer zusammen im Mindelheim, wo ich einen Pokal King of Burnout bekommen habe. Und dann dachte man, King, King of Burnout. Komm, machen wir doch Kingwelle. Daher kam die Kingwelle. Puh, da fällt mir so einiges ein, aber eins war ein bleibendes Erlebnis. Ich bin mit der Freundin nach Thailand, weil ich zu viel geschraubt hatte, Urlaub brauchte. Ich musste die Beziehung auch wieder stärken und so weiter. Da haben wir Abstand von Vespa benötigt. Dazu mal habe ich mir diesen ersten Quadrini-Block mit 500 Gramm Alu aufgeschweißt, um den ersten 250 Kubik wassergekühlten Schneemobilzylinder montieren zu können. Den hatte ich 24 Stunden am Tag quasi im Kopf und gelebt und deswegen ab in Urlaub. Dann kam ich vom Urlaub zurück, hatte während dem Urlaub Auspuff organisiert, der mir geschweißt wird mit der Datei, wo ich habe anfertigen lassen. Ich habe Membrane bestellt in Amerika, 54er Vergaser bestellt, alles für den Tag, wo ich aus der Erholung zurückkehre aus Thailand. Ich hatte vergessen, den Kolben um 1 mm zu kürzen. Das Gehäuse hat 1.300 gekostet, Zylinder 1.000, viel Arbeit, unzählige Stunden. Gehe auf den Prüfstand mit diesem neuen Motor, neuer Vergaser, neue Membran, neuer Auspuff und wollte die 60, 63 PS abstellen. Weltrekord. Habe ich auch geschafft, aber erst danach. Starte den Motor auf dem Prüfstand und bei 5.000 Umdrehungen tut es einen Schlag. Motor aus. Ich kreidebleich. Durchfallgefühle. Würden Sie bitte die Toilette nicht benutzen, die funktioniert nicht. Sofort nach Hause gegangen, wie immer Schrauben und die Frau ist allein am Tisch gesessen. Und baue den Motor mit dem Sven damals aus, der hat mir jeden Tag geholfen bei dem Wahnsinn. Und dann sagt der Sven so: Christoph, da schaut das Bläuel aus dem Motorblock raus. Ich immer noch kreidebleich, war schon auf dem Klo. Guck, schaut das Bläuel aus dem Motorblock raus. Weil der Kolben zu lang war, hat es das untere Bläuelauge auseinandergerissen in zwei Teile. Während der Umdrehung der Welle und das Bläuel, das sich abgehoben hat vom Hubzapfen, wo kein Platz mehr war zum Kurbelwellengehäuse, hat komplett die ganze Dichtfläche einmal kreisrund rausgerissen. Ich war dann psychisch am Ende. Also das hat mich wirklich 2 Wochen gekostet, bis ich mal wieder lachen konnte. Das Ganze war Zylinderhemd vom 1.000-Euro-Zylinder selber aufbauen lassen, beschichten lassen, hat das abgerissen. Also Zylinder auch tot, Kolben tot, Bläuel tot, Kurbelwelle tot, Motorblock tot und 2.500 Euro. Und in 5 Tagen, das ist ja jetzt nur der Hammer zu der Frage dazu, das muss man auch erzählen, 5 Tage später hat das GP1 Pimmelfechten Prüfstand Charity stattgefunden beim Gernot Penn in Krems und ich wollte dahin. Dafür habe ich Monate geschraubt.
Ich bin zu meinem Schweißer mit dem total zerstörten Gehäuse, wo er 500 Gramm Alu drauf geschweißt hat und sage, schau Christoph, alles kaputt. Und dann sagt er, was ist denn dein Problem? Da, wo Material fehlt, macht man einfach ein neues hin. Ich fand den Spruch nicht so witzig, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Er hat dann kreisrunde Teile gefräst und gedreht, die mir dann eingesetzt und geschweißt haben. Und Tatsache, da gibt es vielleicht dann auch Bilder von Kevin, die habe ich noch. Nach dem Fräsen und Spindeln und Schweißen sah der Block aus wie neu. Ich konnte noch mehr Hub einbauen. Das war quasi eine Erweiterung. Und es sah noch besser aus. Ja. Also wirklich geil. Power Seal dazu mal. Hat einen 24-Stunden-Service geleistet. Mein Bruder hat denen mein Leid geklagt, dass ich immer noch kreidebleich sei und sofort den Zylinder neu beschichtet, geschweißt und gespindelt neu brauche. Innerhalb von 48 Stunden, nein, 3 Tage, also hinschicken, dann 24 Stunden beschichten, schweißen, alles. Also ich hatte nach 3 Tagen den Zylinder aus der Niederlande wieder zurück, habe den Motor am 4. Tag zusammengebaut und war bei GP1 und habe die 60 PS abgestellt. Ja. PS. Small Frame, Large Frame. Egal, sag was. Ja, es gibt den Kingwell BFA 244 Small Frame Zylinder. Passend für Kingwelle BFA Motorblöcke oder für die bestehenden M200 C2 Motorblöcke. Und es kommt jetzt ein Large Frame 244er Kingwelle BFA Zylinder, wo BFA mit Kingwelle betreibt, 64 Hub zum Beispiel. Ja. Die Frage bezieht sich bestimmt auf PX, Drehschieber-Kingwellen. Wir haben für PK, Small Frame haben wir Drehschieberwellen und für T5 werden wir auch weiter produzieren. Für PX, Drehschieberwellen sind nicht so stabil, nicht so haltbar. Wir können an Drehschieberdurchmesser der Wange, der Drehschieberwange nichts verändern. Wir können es nicht haltbarer machen, weil wir eingeschränkt sind. Die Einpresstiefe ist zu gering bei PX 200, 125, 150. Als dass wir das verdrehsicher hinbekommen würden. Und wir können einem Kunden, der viel Geld ausgibt für eine Drehschieberwelle, nicht befehlen, du darfst sie nur bis 25, 30 PS verbauen. Der Kunde will für das Geld seine Welle einsetzen, wie er das will. Und wenn dann einfach 240, 260 Kubikmotoren betrieben werden mit einer schwachen Welle, wir wollen unseren Ruf nicht schädigen, deswegen halten wir uns dort raus in dem Produkt und bauen das, wo wir den Kunden auch versichern können, da habt ihr was Gutes gekauft. Warum gibt es keine Lambretta-Wellen? Weil ich nicht Lambretta fahre, wir nicht Lambretta fahren. Wir den Bedarf nicht gesehen haben, weil es viele Hersteller gibt, die Lambretta-Wellen bauen. Wir bauen jetzt für Freunde Lambretta-Wellen, nicht weil wir es verkaufen wollen, sondern weil wir ihnen Gefallen tun. Ja, wahrscheinlich hat man sie heute in der Produktion gesehen, irgendwo auf dem Video, da liegen ein paar. Lambretta hat das Problem, die haben einen verdammt langen Lima-Stumpf und wenig Einpresstiefe. Wir können sie nicht unter diesen Gegebenheiten mit der Einpresstiefe haltbar herstellen, trotz unserer Kenntnisse. Und deswegen haben wir den Markt noch nicht bedient, unter anderem. Ja. Wir wollen uns nicht mit anderen Mitbewerbern vergleichen, weil wir einfach eine Manufaktur sind. Wir machen Sonderanfertigungen, Kleinserien, speziell zugeschnitten auf die Kundenwünsche oder auf die derzeitigen Projekte, die gerade anstehen.
Ja, was man sagen kann, technisch, wovon wir uns, egal welche Hersteller, abheben. Wir haben die meiste Einpresstiefe, die höchste Verdrehsicherheit durch die weit mehr generierte Einpresstiefe. Wir haben die dicksten Anlaufscheiben, was sehr wichtig ist. Wir können verschiedene Wuchtfaktoren bei gleicher Wangenform und gleicher Pleuellänge bieten auf Absprache mit dem Kunden. Die verschiedenen Hübe, Sonderhübe, man kann sogar Komma-Hübe machen. Der Kunde kann anrufen, hey, ich will keine 65, ich will keine 64, mach mal bitte eine 64,5 und dann kriegt er die innerhalb von 4 Wochen aus der Fertigung. Wir sind anders, wir gehen auf die Wünsche des Einzelnen ein und nicht auf ein Massenprodukt. Ja. Schwierig. Das ist eine gute Frage. Generell haben wir zum Beispiel bei PX oder Small Frame, Quadrini-Gehäuse, egal, den maximalen Wangendurchmesser ermittelt, welcher möglich und sinnvoll ist für die jeweiligen Gehäuse. Dieser Wangendurchmesser oder Spindeldurchmesser wird überall, egal welcher Hub, beibelassen. Also jetzt PX hat einen 100 mm Spindeldurchmesser. Egal welcher Hub. Umso weniger Hub, umso haltbarer, umso mehr Überdeckung hat der Hubzapfen. Umso mehr Hub reduziert es die Überdeckung, ist nicht so haltbar gegenüber weniger Hub. Nützen das maximal Mögliche. Ja. Man muss sagen, dass nur bei einem VR-Wangehäuse eine Vollwange verwendet werden kann, weil der Einlass günstig nach vorne versetzt wurde. Bei einem Pinasco-Gehäuse zum Beispiel könnte man diese Vollwange eher, oder es wäre eher ungünstig, dort eine Vollwange zu verwenden. Die Vollwange bringt zudem gegenüber der Glockenwelle, Vollglocke, mehr Laufruhe rein, weil es mehr Rotationsmasse hat. Kingwelle kann man einmal im Shop kaufen, direkt bei uns ab Werk, Garage und über Facebook, Kingwelle. Das sind unsere Plattformen. Wir könnten noch mehr gründen, aber jeder findet uns. Wir sind immer hart am Limit mit den Stückzahlen, deswegen ist es, wie es ist, ja. Warum ist die Kingwelle so schwer? Ja, einmal macht es natürlich der maximale Wangendurchmesser, den wir immer anstreben. Dann kommt es natürlich noch darauf an, welche Wolfram-Zusatzgewichte eingepresst wurden für die jeweiligen Wuchtfaktoren, die der Kunde anstrebt und gewünscht hat. Ja. Überhaupt Stroh rum. Warum hast du eine Maske auf? Give me. Why would you want to be a big fish in a small pond?